Eine Wendehose, ja, hast du mir jetzt hier vorbereitet. Ja, ja? Du bist jetzt hier schon Meisterin des Wendens. Genau. Du hast ja schon ganz viel Schwupps, ne? Mhm. Sehr praktisch, wenn man keine Lust hat auf Waschen. Ne? Ja, einfach umdrehen. Wenn du mal irgendwie einen Tag unterwegs bist, kannst du genau die Tomatensauce nach innen legen. Ist auch eine schöne Sache, jetzt gerade wenn es in die Herbst- oder in die Frühjahrszeit, wenn es so ein bisschen ohne Strumpfhose, mit Strumpfhose, weil die zwei Lagen sind natürlich ein bisschen flauschiger. Da kannst du wirklich ganz kreativ sein. Ja. Für Mädels, aber auch echt coole Jungshose. Ja. Und ja, wir haben die schon ganz oft genäht in ganz vielen verschiedenen Sachen. Du kannst hier auch so einen leichten Denim nehmen. Ja. Also die kannst du auch mal aus einem leichten Baumwollstoff nehmen, weil die genügend Weite hat. Mhm. Das heißt, das verträgt die Hose. Ja. Ich habe das jetzt schon soweit vorbereitet, weil Schwierigkeit ist ja hier, wie mache ich das Wenden? Den Rest haben wir ja schon tausendmal erklärt. Mhm. Ich habe hier meine aufgesetzten Taschen. Mhm. Die habe ich hier und hier einmal abgenäht. Mhm. Dann drehe ich die auf die andere Seite. Soll ich das machen? Genau. Und dann habe ich hier meine Tasche aufgebügelt, umgebügelt, dreimal. Mhm. Hier oben um 2 cm. Dann steppe ich die hier oben einmal ab. Die ist für ein Po. Die ist für ein Po, die kommt dann da hinten drauf. Ja. Da sage ich nur für Anfänger, lass es sein. Also Jersey und so eine Geschichte, das ist ein bisschen fummelig, da würde ich dann lieber eine Baumwolltasche aufnehmen. Ja. Also das muss jetzt ein Anfänger nicht machen. Dann haben wir die Tasche umgedreht, haben die jetzt ausgebügelt. Und dann habe ich meinen Vorderteil, die vordere Mitte genäht, lege die Tasche hier drauf. Wenn ich möchte, kann ich noch hier einmal vorher abstecken, stecke die links und rechts drauf und nähe einmal hier die Tasche ganz drauf. Fein drüber. Ja. Ganz fein. Also, ja. Das ist keine große Geschichte. Dann habe ich meinen Rücken, also mein Vorderteil. Ja. Und ich habe mein Rückenteil. Dann lege ich die zwei Teile aufeinander. Klassisch, wie wir das kennen. Und dann habe ich eine Außenhose und eine Innenhose. Und die Innenhose habe ich jetzt schon vorbereitet. Mhm. Und zwar lasse ich da hier unten eine Wendeöffnung. Ja. So, die Hose nähe ich jetzt einmal komplett rum, also ja. Seitennähte, innere Schrittnaht. Dann habe ich mein Bündchen schon eingenäht, umgebügelt, linke Seite liegen nach innen. Mhm. Und dann habe ich hier mein Fußbündchen. Jetzt gehen wir an die Maschine und dann machen wir das zusammen, weil dann erkläre ich dir, wie du das machen musst. Ja. Okay. So, Vera, jetzt haben wir die zwei Hosen ineinander gesteckt, und zwar rechts auf rechts. Ja, und wo sehe ich jetzt, wo vorne und hinten ist? Also wie, dass ich das richtig mache? Ja, du musst aufpassen, also das ist schon richtig, du musst aufpassen, dass die zwei Vorderhosen aufeinander liegen und die zwei Hinterhosen, das kannst du dir, da ist es jetzt einfach, weil Taschen drauf sind. Bei der Innenhose habe ich jetzt nichts drauf, das heißt, du markierst dir das vorher. Oder die Hinterhose ist hinten etwas höher und auch etwas breiter als die Vorderhose. Ja. Rechts auf rechts aufeinanderlegen und den Bund habe ich zusammengeklappt. Ja. Da liegt die linke Seite innen, also das heißt, rechte Seite liegt auf rechte Seite und die andere rechte Seite vom Bund liegt auf der rechten Seite von der Innenhose. Ja. Na? Logisch. Also wie so ein Sandwich. Ja. Gut. Seitennähte treffen aufeinander und jetzt nähe ich einmal den Bund oben entlang zusammen. Bündchenware ist auch immer wieder ein Mysterium. Vorher am Kind anprobieren und gegebenenfalls kleiner machen. Es ist, also Körperwärme und so weiter hilft dann, dass der Bund auch immer wieder weiter wird. Ja. Also lieber ein bisschen enger machen. Ja. Und jedes Bündchen verhält sich anders. Und ja, wir können dann immer sagen, probiert es an und stellt es individuell ein. Lieber ein bisschen so. Lieber ein bisschen enger. Lieber ein bisschen enger, genau. Ja. So, jetzt guck mal, dass das alles hier so sitzt. Guck, da trifft jetzt hier, das sieht man schön, die Naht auf Naht. Ja. Und dann hier so den nächsten Punkt. Das kann ich jetzt auch mit einem Zickzackstich machen, dann tut sich das nachher besser dehnen und reißt nicht. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch die Overlock-Maschine nehmen, aber da die ganzen Nähte später innen liegen, sehe ich das Ganze nicht. Ich nehme jetzt hier die normale Maschine, genau. Und nähe jetzt das Ganze zusammen. Ja. Da kann ich auch wieder gucken, dass
die Seitennähte alle aufeinandertreffen, dass es nachher sauber aussieht. Und dann, nicht in den Fingern nähen, ne? Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich auch. Es tut Aua machen. Ist nicht so angenehm, wenn man dann wieder den Rückwärtsgang einschmeißt. Nein. Beim schnellen Nähen ist mir das auch schon mal passiert. Sogar die Nadel abgebrochen. Ich hatte so noch im Nagel. Oh. Böse. Okay, also. Von unten. Jetzt ziehe ich sie durch eine Seite, kann ich sie verstürzen. Ja. Durch eine Seite, weil es hier offen ist. Das ist recht praktisch. Und es geht vor allem das auch geht schnell. Geht ja ziemlich schnell. Na? Ja. Also. Jetzt haben wir rechts auf offen. Rechts und Bündchen rein. Ja. Also haben wir oben schon mal das Bündchen sozusagen dran, von beiden Seiten sauber dran genäht. Mhm. Jetzt ist es wichtig, dass die rechte Seite außen liegt, also die Hose mit der rechten Stoffseite nach oben. So, jetzt stecke ich die ineinander. Ich will immer stopfen sagen, ich stecke die ja ineinander. Ja. Das ist meine Innenhose. Ja. Da habe ich ja vorhin die Wendeöffnung gelassen. Okay, und jetzt habe ich hier mein Bündchen. Das habe ich schon zusammengenäht. Jetzt stülpe ich das ganz klassisch, wie wir es kennen, in der Mitte zusammen. Mhm. Und nähe das jetzt erstmal an eine Seite dran. Es ist relativ egal, an welche Seite. Wir können das jetzt mal an die Innenhose nähen. Ich habe hier meine Naht. Mhm. Also wie ich das eigentlich in der klassischen Pumphosenverarbeitung mache. So, das nähen wir jetzt mal an und dann zeigen also wir... Also du nähst jetzt nur ein Ich nähe nur das Bündchen jetzt an. Ja, an eine okay. Seite. An eine Seite. Mehr mache ich noch nicht. Auch hier wieder nur das Bündchen dehnen, nicht die Hose. Hast du dir da auch einen Zwick jetzt gemacht? Nö, ich habe das so im Gefühl. Ich hätte dann wahrscheinlich einen Zwick gemacht. Ja, auf der anderen Seite kannst du das machen. Ich habe jetzt irgendwie schon gefühlte 500 Pumphosen genäht und bilde mir ein, ich habe das jetzt so im Gefühl, so, da ist es jetzt reingerutscht, aber natürlich jetzt nicht, weil ich will es ja jetzt auch zeigen. So. Bündchen ist immer stramm, also da muss ich immer hier echt ziehen, dass ich es rankriege. Es geht sehr schön mit der Oberluftmaschine, wie wir vorhin gesehen haben. Okay, also Bündchen ist dran genäht. Ja. An der für mich jetzt die Innenhose. Jetzt gehe ich von oben, ich drehe das einmal rein. Schau, dass sich da nichts verdreht, also dass das Hosenbein sozusagen richtig drinnen liegt. Ja. Und schieb das mal hier unten raus. Dann kann man das ganz gut sehen. Ja, die Seitennaht ist hier, die andere Seitennaht ist da und es liegt hier glatt drinnen. Mhm. So, jetzt kommt eigentlich der Wendetrick. Jetzt gehe ich hier rein, durch die Seitennaht. Siehst du das? Ja. So, und jetzt nehme ich, das ist jetzt der Trick, ich schlage das jetzt nach oben. Nochmal. Ich gehe hier rein durch die Seitennaht. Ja. Zwischen den zwei Stofflagen durch. Habe hier meine Innenhose. Mhm. Und jetzt will ich ja, dass diese rechte Seite sozusagen da angenäht ist. Da an dem Bündchen dran ist. Jetzt muss ich die einmal so rumschlagen. So soll das ja später sein. Genau, so soll das so aussehen. So soll es später aussehen, dass wenn ich das Bündchen auf beiden Seiten sauber habe. Ne? Genau. Und jetzt, es ist auch wie vorhin bei der Weste, ich halte jetzt den Punkt fest. Ich hoffe, man kann das jetzt wirklich gut sehen. Und ziehe den jetzt zurück durch die Wendeöffnung. Mhm. Den Punkt darf ich nicht verlieren. Die Hand lasse ich nicht, die zwei Finger lasse ich nicht locker. Ja, sonst haben wir nachher ein Drehbein. Genau. Ja. So, das liegt hier drauf. Das liegt hier drauf, so habe ich es ja gerade rausgezogen. Mhm. Und jetzt lege ich das in die Maschine ein und nähe das Ganze drumherum auf der Naht. Ja. Ich hätte jetzt vorhin das auch nur mit 0,5 cm annähen können und jetzt mit 1 cm, dass das jetzt sauber verdeckt ist, kann ich machen, wie ich will. So,
jetzt nähe ich. Auf der Naht. Auf der Naht. Ich das rüber, guck, dass die Nähte aufeinandertreffen. Schon ein bisschen krummeliger, ne? Ja, aber es geht. Also ich habe es jetzt ein paar Mal genäht, schau, hier ist die Seitennaht, hier ist die Seitennaht. Ist an sich nicht schwer, aber es hat nur ein bisschen Fummelarbeit. Muss man einmal mitdenken, ja. Ein bisschen mitfummeln. Und das dasselbe Prinzip ist dann fürs andere Hosenbein. Da ist der Weg ein bisschen länger, weil ich ja die Wendeöffnung auf der anderen Seite habe. Man könnte ja theoretisch auch zwei Wendeöffnungen sonst lassen. Dann muss man nachher halt nur ein bisschen mehr. Genau. Nur wenn du es als Wendehose hast und dann willst du ja die Öffnung sauber mit der Hand verschließen, dann macht natürlich Sinn, nur eine zu haben. Sonst musst du zwei mit der Hand schließen. Aber klar, wenn es jetzt nur eine gefütterte Hose in dem Sinne sein soll. Wobei der Gag liegt ja in der Wendehose, ne? So, jetzt haben wir es auch gleich. Das hieß, das hat sich vorhin schon durch das Dehnen ganz gut gezogen. Das brauche ich jetzt gar nicht mehr so extrem dehnen. Gut, jetzt schauen wir mal, dass das auch alles so funktioniert hat. Und ich das jetzt alles richtig gemacht habe, haben wir jetzt hier ein sauberes Bündchen. Und wir haben von der anderen Seite schön. Ein sauberes Bündchen. Das drehen wir jetzt gerade mal, dass wir das sehen. Mhm. Und damit ist unsere Wendehose auch schon fertig. Ja. Sehr praktisch. Praktisch, ne? Ja. Also wichtig ist, die rechte Seite muss da bei diesem ganzen Wenden immer außen liegen. Puh, okay. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir das Prinzip gut erklären konnten. Und dann will man sagen, näht mal eine Wendehose. Ja. Viel Spaß.